Mein Name ist Renate. Ich habe das große Vergnügen, mit meinem Mann zusammen die Kräuterwerkstatt zu leiten. Das ist also der Raum, den wir hier sehen, ist unser Seminarzelt. Das ist auch der Zugang, warum der Konrad heute bei uns eben das Seminar hier macht. Die Kräuterwerkstatt ist entstanden aus einer Praxis im Prinzip ursprünglich mal. Also mein Leben durchzieht ein grüner Faden. Ich habe in Kindertagen schon mich wahnsinnig gerne draußen aufgehalten und diese Liebe zur Natur hat mich bewegt, erst mal in den Gartenbau zu gehen. Und dann bin ich aber Heilpraktikerin geworden und mache natürlich Pflanzenheilkunde, was bietet sich mehr an. Und habe nach und nach zusammen eben mit meinem Mann die Kräuterwerkstatt aufgebaut, die sich in den letzten Jahren auch hin zu einem kleinen Seminarzentrum entwickelt hat. Ja, ich schätze die Arbeit von Konrad sehr. Ich habe auch früher schon verschiedene Stellarbeiten erleben dürfen, angenehmer und nicht angenehmer. Bin dann eine Zeit lang davon weggekommen, war ziemlich skeptisch. Und erst wie ich dann die Gelegenheit hatte, beim Konrad einmal ein Seminar mitzumachen, seitdem bin ich wieder mit dabei. Und weil ich einfach gesehen habe, dass der Konrad das sehr, sehr liebevoll macht, einen immer abfängt, immer auffängt und wirklich durch den Prozess durchleitet, niemanden irgendwo liegen lässt, sondern wirklich das Ganze immer bis zum Ende bringt, zum sehr schönen, positiven Ende. Und da fühle ich mich aufgehoben, da kann ich mitgehen. Also ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, wenn ich mit Konrad arbeite, dass dass er einen wirklich durch den gesamten Prozess durchführt. Ich habe es früher schon anders erlebt und das ist für mich ein Riesenunterschied, weil ich dann fertig bin. Also es ist dann dieser Prozess zum Ende gebracht und es ist einfach ein liebevolles Ende für alle Beteiligten, sage ich jetzt mal. Weil es ist ja, jetzt geht ja nicht nur um einen selber, sondern es geht ja immer um die Gesamtheit. Wir sind ja alle miteinander verbunden und alle miteinander verknüpft. Und die Prozesse laufen ja nicht nur für eine Person, sondern für alle Beteiligten, für alle, die dabei sind. Und dann ist es einfach schön, wenn alle in einem guten Gefühl aus dieser Situation, aus diesem Prozess rausgehen können.